gesagt habe, vor 20 Jahren nach der Verabschiedung der Agenda 21 in Rio trifft sich die Weltgemeinschaft jetzt erneut, um Bilanz zu ziehen. Wie sieht Ihr Fazit aus dieser zwei Jahrzehnte? Wir sind in diese zwei Jahrzehnte mit großer Euphorie hineingegangen. Ich selbst war damals in Rio. Wir haben wichtige Entscheidungen treffen können. Wir haben an eins nicht gedacht: Welchen Mechanismus müssen wir mitbeschließen, damit sie auch umgesetzt werden, die hohen Ziele, die wir beschlossen haben? Und da ist vieles liegen geblieben. Da sind wir bei weitem nicht dahin gekommen, was wir erreichen wollten, nämlich so etwas wie eine weitere Kluft zwischen Nord und Süd zu vermeiden, Armut und Hunger zu überwinden. Dies ist nicht erreicht worden. Und deswegen geht es jetzt, 20 Jahre später, nicht nur darum, zurückzublicken, sondern es geht darum, das zu entscheiden, was damals nicht entschieden wurde, nämlich die Umsetzung, Instrumente. Das ist Technik, das ist finanzielle Situation, das ist Kooperation über die Grenzen hinweg. Das ist liegen geblieben, das muss jetzt entschieden werden. Was muss sich denn ändern, um tatsächlich zu einer echten nachhaltigen Entwicklung zu gelangen? Ich glaube, das erste Wichtige ist, wir brauchen eine andere Zugehensweise auf die Welthandelsstrukturen. Das ist bei der Welthandelsorganisation nicht vorangekommen, ist liegen geblieben. Und darunter leiden in ganz besonderer Weise die wenig Entwickelten. Wir müssen zweitens darüber nachdenken, dass wir in eine Welt hineinwachsen mit 9-10 Milliarden Menschen. Wie können wir es erreichen, dass sie wirklich auch ohne Not und ohne Bedrohung leben können? Das fängt bei uns wiederum an. Pro Jahr werfen wir einige Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Wir sind in einem Lebensstil, der wirklich nicht nachhaltig ist. Und der aber Beispiel gibt für andere, also wir müssen auch bei uns dies ändern. Das ist auch, aber nicht nur eine Frage unseres finanziellen Engagements, unseres Investierens in Zukunft. Wenn wir diesen großen Unterschied zwischen Arm und Reich nicht beseitigen können, dann werden wir sehen, dass Konflikte, dass Auseinandersetzungen die Konsequenz sind. Also was zu tun ist, Voraussetzung für eine globale Friedenspolitik. Was bedeutet denn nachhaltige Entwicklung für die Industrienationen des Nordens, deren Wirtschaft rohstoffabhängig ist und allein auf Wachstum basiert? Also bisher ist alles das aus der Kurzfristigkeit heraus entschieden worden. Wir haben viele Kosten unseres Wohlstands auf die lange Rechnung vorgetragen und sehen auf einmal, dass jetzt die Rechnung gestellt wird. Wir haben für unseren Wohlstand die Umwelt überlastet. Wir haben das Klima verändert. Wir haben die Artenvielfalt zurückgeführt. Alles dies Belastung für zukünftige Entwicklung. Wir wissen, dass wir dasselbe im finanziellen Bereich gemacht haben. Wir leben auf Kosten anderer. Wir subventionieren unseren Wohlstand. Also Kosten jetzt in die Preise mit hinein. Jetzt muss klar gemacht werden, dass es nicht geht, dass wir CO2 kostenlos in die Umwelt abgeben, was wir immer noch in hohem Maße tun. Dass es nicht geht, dass wir die Probleme, die wir haben, auf andere abwälzen, auch auf kommende Generationen. Das ist ganz konkret eine Aufgabe für jeden Einzelnen. Und es geht bei uns zum Beispiel hinein in die Frage, war es nicht zwingend notwendig, dass wir aus einer Energietechnik aussteigen, die genau wiederum kommende Generationen massiv belastet. Nirgends besser kann man sehen als bei der Kernenergie. Wie könnte ein neuer globaler Gesellschaftsvertrag aussehen, der auch den Ländern des Südens reelle Entwicklungschancen eröffnet? Es muss ein Pakt der Solidarität, des wechselseitigen Verstehens sein, der, ich sage es nochmal, nicht erst mit den Fingern auf andere zeigt, sondern der fragt, welchen Beitrag müssen wir denn liefern? Wo ist denn bei uns Nachhaltigkeit mehr Schlagwort als Tatsache? Ich habe einige dazu genannt. Ich glaube, dass unsere Energiewende ein großer Beispielsfall dafür ist. War gerade wieder mal in Afrika. Die Frage, die man mir da stellt, ist, wann seid ihr endlich so weit mit der Solarenergie, dass die so günstig angeboten werden kann, dass auch für uns eine Perspektive da ist. Die ist jetzt noch für uns zu teuer. Aber Sie haben dort 3000 Sonnenstunden pro Jahr. Wir haben 900. Da sehen Sie schon, welche Chancen wir aus der Veränderung unserer Technologien haben, um Entwicklungsperspektiven für andere zu eröffnen. Und Energie ist im Zentrum dieser Fragestellung. Gelbe gilt für Rohstoffe. Was können wir tun, dass wir rohstoffeffizienter ist, wie schließen wir Kreisläufe? Müssen wir nicht zu einer Kreislaufwirtschaft insgesamt kommen, zu einer Kreislaufgesellschaft? Jetzt sind wir eine Wegwerfgesellschaft. Das müssen wir ändern. Und da sehen wir auf einmal, dass wirklich viel mehr Raum wird, auch für andere, bis zu unseren Essgewohnheiten hinein. Wir sind sehr Energieesser
Unsere Lebensmittel werden sehr energieintensiv hergestellt. Einmal hat jemand gesagt, wir essen Öl. Wir sind also nicht bewusst dabei, was wir dabei tun. Wir kommen endlich auf die Frage, was ist virtuelles Wasser? Wie viel Wasser ist gebraucht worden, um meinen Anzug herzustellen? Große, große Mengen, und sie werden gerade in den Regionen genutzt, wo Wasser einen Engpass darstellt. Also Sie sehen, diese Solidarität ist nicht Schlagwort dort, sondern konkretes Handeln hier. Im vergangenen Jahr hat der UN-Menschenrechtsrat ja die Guiding Principles verabschiedet, die unternehmerisches Handeln auf eine Menschenrechtsbasis stellen. Was bedeutet das denn für unternehmerisches Handeln und wie kann auch sichergestellt werden, dass sich deutsche Unternehmen daran halten? Alle Entscheidungen der Vereinten Nationen sind in ihrer Verbindlichkeit von den Mitgliedern der Vereinten Nationen wiederum abhängig, also von den Mitgliedstaaten. Aber wir wissen, dass da sehr umfangreiche Mechanismen, auch informeller Art, wirksam sind. Nehmen Sie die Situation bei uns an. Man kann keinem Unternehmen Rationalität zuschreiben, das glaubt, den Standard, den man in Deutschland hat, in Indien oder sonst woanders nicht einhalten zu können. Was meinen Sie, wie schnell journalistischer Spürsinn und das Interesse vieler Menschen, die dort auf Urlaub oder sonst wo sind, zurückkommen und sagen, habt ihr euch das angesehen, was wir hier kaufen? Dass man also in den Unternehmen bereits sieht, es gibt so die Warenlieferkette. Was war denn davor? Ist das auch verantwortlich? Das heißt, es ist nicht normiert, aber es ist psychologisch sehr, sehr wirksam, dass wir aufmerksame Menschen haben, dass sie fragen, was konsumiere ich denn? Wo kommt das her? Wie ist das entstanden? Welche Umweltprobleme waren damit verbunden? Dass wir zunehmend so etwas wie Fair Trade haben, belegt das ja, dieses wachsende Bewusstsein. Und dann haben wir natürlich auch zunehmend die Chance, innerhalb der Vereinten Nationen solche Transparenz herzustellen. Wer verhält sich denn wie? Und Transparenz in unserer Welt der Informationstechnologien ist was ganz Wichtiges. Sie glauben gar nicht, welcher Treibriemen mit der guten Nutzung des Internets da verbunden ist.